Hallöchen ihr, der Nale 4 und willkommen zurück bei Fallout 76 Wastelanders, wo es weitergeht, hier zurück bei der Sterne Bruderschaft mit der nächsten Quest, die da heißt Aus heiterem Himmel. Und meine Aufgabe ist es, erstmal mit Paladin Ramani über die anderen Vermissten zu quatschen. Würde ich sagen, gehe ich mal hin und guck mal, was sie zu sagen hat. Wenn ich sie denn finde. Und so. Holy moly, geht's aber noch anders runter, hä? Gut, dass wir unsere Technologie bewachen. Warte. Die Raider machen schon. Wenn wir schon mal wieder sammeln, ne, dann kann ich auch den. Wir müssen etwas gegen sie tun. Den fucking Rucksack. Umwandeln. So, schon viel besser. So, jetzt, wo ist sie denn? Ich habe keine Ahnung. Da unten. Ah, hier. Okay, gut. So. Ich verstehe deinen Frust, Nep. Die Vermissten zu finden, hat für mich oberste Priorität. Doch dafür brauchen wir mehr Hinweise. Beweise? Was brauchst du denn noch, hä? Willst du sagen, meine Cassie lügt? Nein, ganz und gar nicht. Anwärter, du kommst gerade recht. Es gibt da etwas zu bereden. Mr. Nepp hier hat uns auf einen weiteren vermissten Fall aufmerksam gemacht. Meine Nichte Cassie. Cassie Holloway. Sie hat irgendwelche Karawanenleute bezahlt, um herzukommen. Hat mir vor der Abreise Briefe geschickt. Die sind auch angekommen. Sie ist es aber nicht. Ich habe mit den Karawanentypen gesprochen und sie meinten, Cassie wäre nie mit ihnen losgezogen. Von Blue Mountain oder so. Blue Ridge Caravan Company. Ja, aber hallo. So, Blue Ridge, ich habe einen Brief gefunden, in dem stand, dass Söldner von ihnen Leute bekommen. Wirklich? Ja, aber hallo. In dem Brief steht, sie brauchen mehr Leute. Von Blue Ridge? Faszinierend. Das ist unsere erste echte Spur und sie scheint genau zu Naps Bericht zu passen. Mir kam dieses Unternehmen schon vorher verdächtig vor. Doch diese Info gibt den Ausschlag. Okay. Ich habe schon mit ihnen gearbeitet. Sie scheinen mir nicht besonders verdächtig zu sein. Ich vermute, dass man nicht einfach so auf irgendwelche ihrer zwielichtigen Operationen stößt. Aber gut, dass du schon mit ihnen zu tun hattest. Vielleicht kriegen wir so einen Fuß in die Tür. Okay. Warum kam dir die Blue Ridge verdächtig vor? Ich wollte die Blue Ridge Caravan Company schon mehrmals kontaktieren, um mit Vorräten zu handeln. Aber sie haben mich abgewiesen. Jedes Mal. Ich verstehe, dass die Bruderschaft bedrohlich wirken kann. Und der Stützpunkt in West Virginia hat nicht gerade das beste Vermächtnis hinterlassen. Aber ich glaube, wir haben gezeigt, dass uns Appalachias Sicherheit am Herzen liegt. Trotzdem wollen sie nicht mal reden. Das finde ich verdächtig. Unterwegs fanden wir heraus, dass Karawanen oft Tarnungen für Sklavenhändler und Raider waren, die unauffällig wirken wollten. Ich hatte Blue Ridge dessen erst nicht verdächtigt. Aber ihre Weigerung zu reden, Naps Geschichte und dieser Brief sind zu viel, um es zu ignorieren. Okay, was nun? Wir sollten uns diese Blue Ridge Caravan Company vorknöpfen. Am westlichen Ende des Big Bend Tunnels haben sie ein Büro. Anwärter, wir sollten uns dort treffen. Zieh nicht zu viel Aufmerksamkeit auf dich. Wenn die merken, dass wir zur Bruderschaft gehören, machen sie dicht. Okay, du schließt dich mir auf diese Mission an. Ganz recht. Fort Atlas ist fürs Erste gesichert. Und da Shin außer Gefecht ist, will ich meinen Teil beitragen. Außerdem ist das unsere beste Spur.
Wenn wir die Vermissten noch retten wollen, sollten wir beide rasch handeln. Naja. Von dir nehme ich aber keinen Befehl entgegen, ne? Weiß doch. Schön. Sie ist nicht als Befehl, sondern als Hilfe für die Bewohner Appalachias. Okay. Wie wir auch zueinander stehen, wir beide wollen anderen helfen, oder? Ja. Es sind Leben in Gefahr. Das können wir nicht ignorieren. Gut, dann sehen wir uns dort. Danke, Anwärter. Ad Victoriam. Yep. Ad Victoriam. Allgleichen. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir hin. Und dann schaue ich mir den Bums mal an hier. So. Okay, triff dich mit Romani im Büro der Blue Ridge Caravan Company. Ach, hab kein Wasser mehr. Hopp. So. Ja, gönn dir, auf jeden Fall. Gut, dann. Hey. Ah, da bist du ja, mein Freund. Tut mir leid wegen der Ungezwungenheit, aber wir sollten nicht auffallen. Es könnte ja vielleicht jemand mithören. Ja, dann hör auf zu reden. Meine Fresse. Boah. Ganz im Ernst, was soll die scheiß Verkleidung? Ich habe mich kaum wiedererkannt. Ah, du bist schwerer von Begriff als gedacht. Das dient dazu, nicht aufzufallen, keine Aufmerksamkeit zu erregen. Ist das jetzt klar? Ja, ich würde es noch lauter sagen. Der Typ, der hat richtig gute Ohren hier, der Barkeeper. So, können wir einfach weitermachen. Ich bin zwar in Zivil, das heißt aber nicht, dass du dir alles erlauben kannst. Hör mal, ich hatte gehofft, wir könnten ein bisschen reden, bevor wir hochgehen. Ich gebe dir einen aus, was meinst du? Oh. Nee, komm, wir sollten nach oben gehen. Verstehe, du möchtest diese Untersuchung fortsetzen, aber wir haben viel durchgemacht. Es wäre gut, ein paar Dinge zu bereinigen. So, wo guckt eigentlich der Parkkeeper hin? Ach, auf die Uhr, der will Feierabend machen. Okay, gut. Nee, wir sind keine Freunde. Deal with that. Ja, aber wir sind auch keine Widersacher. Alter, nein. Ich... Na schön. Meine Dann machen Fresse. Wir weiter. Ja, auf. Holy fucking moly. Unauffällig bleiben. Wir sind bloß zwei freundliche Händler, die Geschäfte machen wollen. Es juckt eh keinen. Komm. Von wegen unauffällig. Vorsicht, da kommt Ärger. Hey, Aris. Mayfield, ich heiße Layla. Wir waren verabredet. Bitte, Joanna reicht, Schätzchen. Dieses ganze Mantel- und Degenzeug ist schmeichelhaft. Aber kommen wir doch zum Punkt. Paladin Romani. Nun, das war von kurzer Dauer. Okay, Joanna, offensichtlich habe ich dich unterschätzt. Schau mal an, du hast einen dieser berühmten Vault-Bewohner im Schlepptau. Du kommst mir bekannt vor. Ja, ich habe... Du hast schon für mich gearbeitet, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, stimmt. Ja, genau. Du warst mit meinem Trupp durch den Big Band unterwegs. Ja, genau. Heb dir deine Jobangebote für später auf. Es gibt hier dringende Angelegenheiten. Okay, Paladin. Reden wir mal Tacheles. Es ist kein Zufall, dass ich mich jetzt mit dir treffe, nachdem ich mich erst so lang geziert habe. Wir wissen, dass ihr euch für die Verschwundenen interessiert. Wir auch. Das schauen wir uns schon eine ganze Zeit an. Gut. Aber wenn du davon wusstest, warum hast du Art Knapp dann angelogen? Warum hast du unsere Hilfe abgelehnt? Ganz einfach. Ich wollte das intern regeln. Die Nachricht sollte keine Panik auslösen. Okay. Und die Täter vielleicht dazu bringen, zu fliehen. Unsere Kunden haben für sicheren Transport bezahlt. Und wir haben sie im Stich gelassen. Es war unsere Pflicht, das diskret aufzuklären. Und was Mr. Knapps Täuschung angeht... Manchmal darf man sich nicht in die Karten schauen lassen. Besonders nicht, wenn so viel auf dem Spiel steht.
Das glaube ich nicht. Klingt eher so, als ging es darum, zukünftige Kunden nicht abzuschrecken. Da frage ich mich, ob diese plötzliche Kooperation wirklich anderen helfen soll. Vielleicht wurdest du bloß erwischt. Diese Anschuldigungen wären eigentlich beleidigend, aber die Geschichte ist faszinierend. Soll die als Groschenroman rauskommen? Nun, falls ihr euch fragt, warum wir nicht geantwortet haben, schaut euch mal an, mit welcher Einstellung ihr in dieses Gespräch gegangen seid. Diese zur Schau gestellte Pseudo-Autorität ist genau die Art von Unterdrückung und Regulierung, die mein freies Unternehmen nicht braucht. Okay. Vorher sollst du noch wissen, dass wir Beweise haben, die Blue Ridge mit all dem in Verbindung bringen. Und was bitteschön ist das, Schätzchen? Wir haben Korrespondenz unserer Verdächtigen über den Erhalt von Leuten von Blue Ridge gefunden. Mir scheint, dass deine Gesellschaft Leute auf andere Weise als von euch angegeben befördert hat. Und zwar unfreiwillig. Wir sind immer offen und ehrlich, was unser Geschäft angeht. Die Routen sind riskant und unsere Brahmin strömen auch nicht gerade Rosenduft aus. Wer mit uns arbeitet, erfährt nichts als die Wahrheit. Und ich mag es überhaupt nicht, was du da andeutest. Ich könnte deine Anschuldigungen abstreiten, bis ich schwarz werde. Aber ich weiß, dass du mir einfach nicht glauben würdest. Also, was machen wir, Paladin? Wenn du also eindeutige Beweise hast, dass meine Leute in diesen Plan verstrickt sind, zeig sie mir. Dieser Brief klingt mehr, als wären wir das Ziel und keine Mitverschwörer. Gut, dann sag uns, was du weißt. Wir müssen schnell handeln. Auf geht's. Ah, damit habe ich keine Probleme. Jetzt ist erstmal das Wichtigste, die Verschwundenen zu finden und sie nach Hause zurückzubringen. Dass du offen über deine Verwicklung sprichst, wird positiv aufgenommen werden, da wir weitermachen, bis alles geklärt ist und sie in Sicherheit sind. Immer mit der Ruhe. Das ist kein Schuldeingeständnis oder ein Versuch, sich aus der Verantwortung zu stehlen. Uns bereiten diese Leute auch Sorgen. In der Hoffnung, Leben zu retten, sind wir zur Zusammenarbeit bereit. Mehr nicht. Und wenn du meinst, ich würde irgendeinen geheimen Entführungsplan ausplaudern, dann hast du dich getäuscht. Wir verfolgen dieselben Ziele wie du. Schöne Worte, aber wir sollten weitermachen. Was kannst du uns über die aus deiner Karawane verschwundenen Leute sagen? Schaut es euch doch vielleicht einfach selbst an. Ares! Komm mal her! Der sieht aus wie eine Wache, wahrscheinlich bewaffnet. Lass ihn nicht aus den Augen, Anwärter. Gut, aber findest du nicht, dass du einige zu voreilige Schlüsse ziehst? Trotz Miss Mayfields Redekünsten bin ich noch nicht überzeugt. Fangen wir keine Schießerei an, aber bleiben wir vorsichtig. Was gibt's, Boss? Harper's Ferry, der Eisenbahntunnel. Zeigst du unseren Gästen die Route? Oh Mist, willst du wirklich wieder zurück? Genau das habe ich mir auch gedacht, Ares. Geh zum Tunnel. Und zeig unserem erlauchten Ermittler-Duo den Tatort. Hört sich das für euch gut an? Was kannst du mir über diesen Eisenbahntunnel erzählen? Der Eisenbahntunnel selbst ist nicht so wichtig, aber darunter verläuft eine streng geheime Gaspipeline aus dieser Region heraus. Eine ziemlich diskrete Route und vergleichsweise sicher. Mit Ausnahme von letztem Mal. Okay, und was erwarten wir hier zu finden? Tja, der letzte bekannte Aufenthaltsort einer unserer Karawanen. Sie haben hier ihr Lager errichtet, aber morgens war alles verlassen. Das war eine große Gruppe, so um die 15 inklusive unserer Wache. Du hast so viele Leute verloren und davon erfahren wir erst jetzt? Ah, dafür bin ich verantwortlich. Ich halte das aus den Büchern raus. Aber heben wir uns das auf, bis wir der Sache auf den Grund gegangen sind. Gut, ich glaube, wir haben, was wir brauchen. Gehen wir. Okidoki, wir sehen uns dort. Das ist der große Eisenbahntunnel, direkt östlich von Harper's Ferry. Also, Zeit ist Geld. Und ich habe beim Plaudern mit euch schon jede Menge Kronkorken verloren.
Wenn ihr also nichts dagegen habt, richtet weitere Anfragen an meinen maskierten Partner. Gut, aber nachdem ich mir die Beweise angesehen habe, möchte ich auf die Beteiligung von Blue Ridge zurückkommen. Auf jeden Fall. Wenn ihr Antworten findet, können wir bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag quatschen. Okay, holy moly, gut, das war ein sehr langer Dialog. Geht zum Harpers Ferry Eisenbahntunnel. So, der ist da drüben noch nicht entdeckt. Gut, gehen wir erstmal zum Bunker und dann laufen wir da hoch. Okay. Der Bunker ist da hinten. Das ist, glaube ich, auch neu mit hier ins Spiel gekommen, das Ding. Schauen wir mal, wo der ist. Irgendwo hier oberhalb, okay. Oder gibt es den schon länger? Gibt es den schon länger? Gibt's schon länger, ne? Okay, gut, gehen wir rein. Okay. Cool. Okay, das ist, glaube ich, neu. So, no. Anwärter, zum Glück hast du es heil hergeschafft. Da vorne ist dieser Ares. Ich muss sagen, alles in mir schreit danach, diesem Typen nicht zu trauen. Fürs Erste bleibt uns wohl keine Wahl. Doch wir sollten ihn im Auge behalten. Okay. Wir folgen den Hinweisen und nicht unserem Instinkt. Shin würde deine logische, kühle Analyse begrüßen. Aber vergiss nicht die Intuition. Von Erfahrung ganz zu schweigen. Das ist nicht meine erste Karawane. Mehr als einmal schon haben Sklavenhändler unter dem Deckmantel einer Karawane Leute gefangen und transportiert. Dass Blue Ridge solch eine dunkle Ecke nutzt, erregt nur meinen Verdacht. Ich kann über die Ähnlichkeiten nicht hinwegsehen. Okay, dann treffen wir mal. Also gut, du gehst voran. Ja. Und halte die Waffe gezückt. Hab einige wilde Ghule gesehen. Na gut, die werden weggebumst. Kannst du schleichen? Ja, kannst du. Okay, gut. Jo. Das ist immer so meine größte Sorge, ne? Man kennt's. So. Dann schauen wir mal. Wo der ist. Oh, jetzt bist du okay. So, was haben wir denn hier? Notiz einer Wache. Kann immer noch glauben, dass ich den Job bekommen habe. Sie haben mein Gehalt fast verdoppelt. Und wofür? Dafür, dass ich hier rumsitze und dafür sorge, dass die Landstreicher draußen bleiben? Okay. Keine Ahnung, was sie hier machen, aber das ist mir auch egal. Ob sie jetzt einen Anzug oder einen Helm tragen, ich winke sie einfach durch. Einer der Anzugtypen war noch nicht spät dran und wurde fast von einem Zug erwischt. Hat wohl nicht auf den Fahrplan geguckt. Okay, gut. Wichtige Info, ne? Kann man mitnehmen. So. Gehen wir mal rein hier. Oh, hallo. Was wir suchen, befindet sich tiefer in der Anlage. Es gibt einen Trick, wie man reinkommt. Warte kurz. Das habe ich in 0, nichts offen. Mal sehen, 30 Tage nach September, 2 im Sinn. Im Ernst, jetzt? Und Viola, nur noch ein kleines bisschen. Bitte, nach dir. Okay, Drängebot in der Tunnelform. Das will ich nicht im Auge behalten. Kannst dir nicht verübeln, ich bin halt ein Hingucker. Okay, schleichen kann er auch, das ist super. Schau ich mal, was hier kommt. Mal ein paar Ghule.
ne, alles cool und so. So, da geht's, glaube ich, rein. Boah, das ist ein cooles Bild. So, Blechdose, Telefon. Kann man alles mitnehmen? Komm, lass mich mal durch, danke. So, nehmen wir hier noch die Kochplatte mit. So, ist ja die Sache, was hier noch ist, ne? Okay. Hier ist alles zugewuchert. Und da geht's durch. Hier könnte man aufschließen. So, hier sind auch noch ein paar. Aber ich weiß nicht, ob ich erst hier zur Tür muss, ne? Ich habe keine Ahnung. Das Lager ist direkt hinter dieser Tür. Ich öffne sie. Das ist bestimmt die Mutti, ne? Das ist schlecht. Ziemlich schlecht. Ist die Mutti. Sprich, Ares. Wo liegt das Problem? Traum. Das wird dir nicht gefallen. Komm mit. Oh Gott. Ja, wie ich gedacht hatte, reden wir. Willkommen im 9. Kreis der Hölle. Zuerst die guten Neuigkeiten. Es ist Paramilitärabend, also sind die Drinks für den Paladin kostenlos. Okay, was ist das hier für ein Ort? Na, einfach eine ganz normale illegale Gaspipeline zur Verfügung gestellt von der Bishi Company. Kurz vor dem Krieg bot Bishi aus lauter kapitalistischer Herzensgüte an, sich um diesen historischen Eisenbahntunnel zu kümmern. Und wer hätte es gedacht? Sie hatten natürlich Hintergedanken. Nee, mache Dinge. So, werd vernünftig, sonst mach deine Maske gleich mit meiner Faust Bekanntschaft, mein Lieber. Hoffentlich bist du gegen Tetanus geimpft. Du hast keine Ahnung, wo mein Gesicht schon war. Aber okay, hör zu. Ich glaub dir. Hier die Kurzversion. Clever wie ich bin, habe ich die Tür durch einen falschen Gasleck-Alarm versperrt. Aber um die Abriegelung aufzuheben, muss man bestätigen, dass kein Gasleck vorhanden ist. Da lässt die Tür nicht mit sich reden. Und warum hast du die Tür überhaupt versperrt? Wir haben jede Menge Leute durch diese Tunnel befördert. Keiner unserer ehemaligen Kunden sollte sie benutzen. Nicht aus geschäftlichen Gründen oder so. Wir wollten nur nicht, dass noch jemand hier unten verschwindet. Okay. Wozu versuchst du mich zu bewegen? Was soll ich machen? Ich will dich dazu bringen, das mit der böser Bulle nur mal sein zu lassen. Wenn du deinen stählernen Blick nach links richtest, siehst du eine undurchdringbare Mauer aus Würgepflanzen. Um zu bestätigen, dass es kein Gasleck gibt, müssen wir zum Pumpenraum. Rate mal, wo sich der befindet. Gut. Hinter der undurchdringbaren Wand aus Würgepflanzen? Tja, wer hätte das nur gedacht? Hier unten haben Ingenieure gelebt, als die Bomben schon längst gefallen waren. Die haben ein paar Jahre durchgehalten. Das heißt, sie konnten sich gegen die Ranken verteidigen. Schau doch mal nach, wie sie das gemacht haben. Okay, warum weißt du so viel über diesen Ort? In einem früheren Leben habe ich mit diesen Soziopathen in Anzügen gearbeitet. Naja, nicht direkt hier, aber ich wusste über ihre ruchlosen Geschäfte in der Region Bescheid. Okay, was genau sind denn Würgepflanzen? Keine Ahnung, aber die gibt es hier überall. Kaum durchzuschneiden und sie wachsen wie nichts Gutes.
Okay. Woher weißt du, dass hier unten Leute gelebt haben? Nachdem ich die Route empfohlen hatte, schnüffelte ich ein bisschen rum. Einige Büros wurden auf jeden Fall eine Zeit lang als Schlafstätten benutzt. Keine Ahnung, was passiert ist. Sieht fast so aus, als wären sie einfach tot umgefallen. Das ist doch kein böses oder? Nee, alles cool. Alles gut. Gut, dann finde ich was, um uns durch die Pflanzen zu schneiden. Ich warte hier, falls sich noch eine andere Möglichkeit ergibt, diese Tür zu öffnen. Ja, mach das, alles gut. Sag Bescheid, wenn du Glück hattest und stirb keinen furchtbaren Tod. Nee, kurz und schmerzlos. Nach einem ausgefallenen ich bin Blutigspieler. Weg, uns umzubringen. So. Bleib wachsam, Anwerber. Gut, finde einen Weg durch die Würgepflanzen. Vermutlich muss ich jetzt hier durch. Dann hier mal gucken. Finden kann. Anwärter, da, hinter dem Tor. Ja, ich will erstmal hier das lesen. Und so. So, was haben wir hier? Open. Sieht nach einem improvisierten Labor aus. Ob es Ihnen darum ging, die Ranken zu beseitigen? Ich glaube, da unten ist irgendeine Chemikalie. Irgendwie müssen wir diese Tür aufbekommen. Ja, ich bin dabei. Hier liegt eine Notiz. Hör mal, halt die Schnauze und lass mich lesen. Meine Fresse. So. Da nur noch ein paar von uns hier unten übrig sind, haben wir beschlossen, das Passwort nicht mehr jede Woche zu ändern. Von nun an bis in alle Ewigkeit lautet es Open Sesame Seeds. Warum? Weil ich euch alle an den nächstbesten Raider verkaufen würde, wenn ich mal wieder einen Sesam-Bagel essen könnte. Okay, das ist verständlich. Open Sesame Seed. Okay, das öffnet uns hoffentlich ein paar Türen. Okay. IT-Arbeitsanweisung. Anfrage. Hilfe, ich habe das richtige Passwort eingegeben, aber es funktioniert nicht. Können Sie vorbeikommen und mir helfen, bitte? Dicke Notizen. Angeblich hat dieser Trottel Sesame schon wieder als Sesame falsch geschrieben. Es muss 8.22, 8.26, 14.22 sein, nicht 8.22, 8.22, oh Gott. Jetzt ernsthaft. Es steht doch alles auf der Tafel. Ist das wirklich so schwierig? Ich habe das Gefühl, dass wir jeden Tag ein bisschen dümmer werden. Da ist bestimmt irgendwas im Wasser. Bishi Pipeline IT Support. Offenbar haben Sie das Nummerierungssystem aufgeschrieben, um sich nicht merken zu müssen. Es dürfte hier irgendwo sein. Ja, warte mal. Passwortgedächtnisstütze. Falls ich es vergessen habe, wir müssen das neue Entschlüsselungssystem zur Passworteingabe nutzen. Hört auf, mich zu fragen, warum es auf dieser blöden Maschine keine Buchstaben gibt. Nehmt das Passwort und wandelt es in Zahlen um. Versucht doch mal eure Maschinenbauabschlüsse endlich mal sinnvoll einzusetzen. Now. Okay. Offenbar brauchen wir wohl mehr als nur ein Passwort. Irgendeinen Code, um Worte in Zahlen umzuwandeln, wie es aussieht. Dann müssen wir wohl Open Sesame Seed irgendwie in eine Zahlenfolge umwandeln. Open Sesame Seed. Ja, aber ich habe ja die Info ja schon hier, ne, so bekommen. Meinst du, ich habe mir das gemerkt? Ich habe mir das nicht gemerkt, ne? Okay, also. Gute Arbeit, du hast beeindruckendes detektivisches Gespür. Ja. Sehen wir uns das mal an. Nicht, meine Ahnung stimmte. Dem Etikett nach fabrizierten sie ein extrem wirksames Herbizid. Der Behälter lässt darauf schließen, dass es für etwas Größeres gedacht war. Hier drin sind keine Sprinkler, also... Großer Gott, die Wasserleitung der Anlage. Das erklärt die Leichen da draußen. Aber warum? Sie müssen gewusst haben, dass das passiert. Halt dich nicht damit auf. Anwärter, suchen wir nach einem Zugang zur Wasserleitung. Nur so können wir die Ranken schwächen. Gut, so, was haben wir hier? Ich gebe es zu. Da niemand mehr lebt, kann ich es auch zugeben. Ich fand keine Formel zur Bekämpfung der Würgepflanzen, sondern ein starkes Unkrautvernichtungsmittel im Lagerraum. Der schicke Verteiler, die Notizen zur Formel, diese Laborstation, alles Fassade. Zuerst habe ich nur ein ganz kleines bisschen hinzugegeben und es hat funktioniert. Niemand wurde krank, alles schien in Ordnung zu sein. Ihr dachtet, ich hätte richtig was auf dem Kasten, also war das doch eine Win-Win-Situation, oder? Gegenüber den
geringeren Dosen entwickelten sie eine Resistenz, also musste ich sie erhöhen. Ich dachte mir, dass das Filtersystem für unser Trinkwasser das vielleicht richten würde. Falsch gedacht, die Leute kotzten sich die Seele aus dem Leib. Ich weigere mich, es zu trinken, lieber verdurste ich. Tut mir leid, Leute, wenigstens konnte ich mich mal so fühlen, als wäre ich klüger als alle anderen. Wenn es jemand findet, ich lasse was von dem Unkrautvernichtungsmittel da, benutze es und richte diesen Würgepflanzen meine besten Grüße aus. Mel. Okay. Jetzt den Zugang finden. Das heißt, ich muss hier wieder. Muss hier wieder raus. Okay, dann knackt man das schnell. Gibt's nichts wirklich Sinnvolles? Dann gehen wir mal runter. So, und ich wette, ich muss jetzt hier irgendwie durch. Oder wie der werde wo oder was? Hä? Ich check's gerade nicht. Hier ging's wieder raus, genau. Hä? Wo ist denn lang? Spiel. Da ist nix. Hier hinten ist auch nichts. Okay, da ist natürlich. Okay, oh Junge. Okay. Also irgendwie hier lang. Holy moly. Das aber auch. Unübersichtlich. Na bitte. Das sieht aus wie die Verbindung zur Hauptleitung. Planen wir das weitere Vorgehen. Gut. Von hier aus sollte ich das Herbizid in die Wasserleitung einspeisen können. Vermutlich wird das Sicherheitssystem dann Alarm schlagen. Sei auf Alarm gefasst. Und die entsprechende Gesellschaft. Bist du kampfbereit? Ja. Okay. Daumen drücken und Waffen entsichern. Mal sehen. So, kann ich irgendwo campen? Okay. Die Chemikalie verteilt sich im Wassersystem. Verdammt, eine fremde Substanz wurde erkannt. Gleich wird es laut hier drin. Anwärter, du musst mir den Rücken frei halten. Ad victoriam. Ja, mach mal. Direkt Danger. Fumms sind doch richtig fett, ne? Das System verhindert, dass die Probe diesen Raum verlässt. Ich brauche mehr Zeit. Mach weiter so. Ich habe die halbe Anlage hinter mir. Wenn wir durch die Rampen wollen, müssen wir das Entwässerungssystem erreichen. Diese fetten Pimmel. Ich öffne jetzt das letzte Torventil. Gib's ihnen, Anwärter. Ja. Holy moly, ich hasse die. Au. Geschafft. Die Chemikalie verteilt sich jetzt im gesamten Wassersystem. Darunter eine Jauchleitung. Ungewollte Chemikalien zu entsorgen.
Nun, gut für uns, dass das Unternehmen es mit dem Umweltschutz nicht so genau nahm. Jetzt sollten wir durch die Ranken stoßen können. Ich würde das Wasser an deiner Stelle aber nicht trinken. Echt nicht? Okay, gut, dann halt nicht. Gut, das heißt, wieder hier zurück. Und durch die Ranken. So, lass mal gucken hier. So, es ging ja einmal hier gleich, oder? Nein, da auch nicht. Vielleicht hier jetzt? Holy moly. Nein. Zerstören, den Pumpenraum versperren. So, muss ich dann doch wieder zurück hier, oder was? Boah, Alter. Ich glaube, ne? Irgendwie hier durchkommen. Wo geht's hier lang? I don't know. Boah, Spiel. So. Das ist die Sache, wie komme ich hier weiter? Ah, okay, kaputt schießen. Okay. Dann komme ich hier raus. Okay. Das muss aber gesagt werden hier, aber. Okay. Dann mal runter. Hast du das gehört? Ja, du auch? Klingt für mich nicht wie ein wilder Ghoul. Wir sollten hier drin vorsichtig sein. Oh, ist ein fucking Sheep Squatch, ne? Moment. Oh, leck. Okay. Dann gönne ich mir mal irgendwas zum Essen ein bisschen. Bestimmt ein Sheep Squatch, ne? 100 Pro. Ich traue dem nicht, ne? Irgendwas kommt doch jetzt und will mich bumsen. Irgendwas kommt hier jetzt. Holy moly, das sieht aber cool aus. So. Okay, warte mal kurz. So. Lass aber nicht trinken, oder wie hast du gesagt? Ja, lassen wir es halt. So, schauen wir mal. Okay. Gasleckalarm aktiviert, Abriegelung aktiviert. Zur Aufhebung der Sicherheitsabriegelung muss eine Pumpenintegritätsprüfung durchgeführt werden. Mach. Feindseliges, nicht robotisches Wesen. Oh, leck. Das ist beunruhigend. Vorsicht. Oh, leck. Ein Sheep Squatch, ne? Das ist schon ein feindlicher Roboter. Ja, da ist er.
Einer schiebt Squad Hochstapler. Habe ich noch nicht gespottet? Okay. Ich bin noch bei Sinnen, oder? War das ein als Schaf verkleideter Aggressotron? Ja. Was es auch war, es ist tot und wir sollten die Abriegelung aufheben können. Gehen wir zurück zum Terminal. Ja. Okay. Machen wir das. Hopp. Gut, nochmal. Das wäre das. Gehen wir zurück zu Ares, wenn er was mit all dem hier zu tun hat. So, schauen wir mal. Ob der was damit zu tun hat, ne? So, hier gibt's, glaube ich, nichts mehr. Oh, Myelux, ne? Krabbel, krabbel. Okay. Auf ganz entspannt. Gut. Hallo. Hey, mein Lieber. Dein Boss sieht aus, als würde sie mich gleich mit diesen Ranken erwürgen. Ist da drin was passiert? Wilde Ghule, würgende Ranken und ein irrer Schafroboter. Mir reicht es mit diesem Ort. Bleib doch und mal stehen. Deinen Mätzchen, Ares. Keine Ahnung, ob das eine Falle ist oder eine raffinierte Vertuschung, aber wir müssen durch diese Tür. Sofort. Wow, wow, Falle? Woher kommt das? Warte mal, hast du Schafroboter gesagt? Also das, was Mäh macht? Oder ein Killerroboter? Ares, die Tür! Sofort! Bitte! Okay, einen kleinen Moment noch, herrje. Fast geschafft. Wir nähern uns der Wahrheit, ich spüre okay. Es. Dieser Ares ist auf jeden Fall schuldig. Können wir nicht einfach leben? Denkst du, ich würde dem zustimmen? Ich folge meinem Instinkt, der stark in Richtung Blue Ridge und Ares deutet. Aber wir kümmern uns nicht einfach um Verdächtige. Na gut. Es geht nicht um Bestrafung, sondern darum, den gefährdeten Personen zu helfen. Falls Blue Ridge für das Geschehene verantwortlich ist, werden wir sie zur Rechenschaft ziehen. Aber zuerst müssen wir wissen, was hier passiert ist. Okay. Also, mal sehen. Anmeldung fertig. Neue Anstellungsbedingungen. Ja, ja. Unterstützungsanmeldung abgelaufen. Okay, okay. Ja, fertig. Traust du mir jetzt? Ich gehe sogar voran. Dann kannst du mir in den Rücken schießen, falls du deine Meinung änderst. Danke, dass du die Tür geöffnet hast. Aber wenn wir etwas finden, das dich damit in Verbindung bringt, wirst du dafür gerade stehen müssen. Schreib's auf die Liste der fragwürdigen Dinge, okay, für die ich mich verantworten muss. Untersuche den Karawanenplatz. Boah, Alter. Das ist voll die lange Quest, ich freu mich. Cool. Da stapft noch was rum. Hundi. So, was haben wir denn hier? Karawanenladungsverzeichnis. Wache Ares, Informationsgruppe F. Ferdinandez. Konservenfabrikbesitzer, Aaron Fernandes, Händler Lebensmittel, Minerva, Händlerin, Tommy, CNC, Wache, da haben wir Lizzie, Farmer, Clerk, Händler, Ankunft bestätigt, Winnie, Abreise bestätigt, Kentor, Wache, Doktor, Kartograf, Mechaniker, Händlerin, Händler, Musiker, Inneneinrichterin, Tierärztin, Händler, Ware, Brauer, Händler, okay. Also wir haben sehr, sehr viel. Puppenspieler. Bergsteiger, Bildhauer, Koch, Jäger, Jäger, Botanikerin, Händler, 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 okay. Gut. Haben wir hier was? So. Hier hinten ist auch noch was. Cassis Tagebuch. Tag 1, Aufbruch. Der Beginn einer neuen Reise. Foundation. Roll den roten Teppich für Cassie aus. Ich werde nämlich die Landwirtschaft in Appalachia auf den Kopf stellen. Ich habe beschlossen, dieses kleine Tagebuch zu führen, um die ganzen tollen Dinge festzuhalten, die ich unterwegs sehe. Wünsch mir Glück. Tag 5, Elend. Gehen. Das ist alles, was wir machen. Wir gehen.
Niedergebranntes Gebäude. Yep. Ein Wald voller schwellender toter Bäume. Wir haben den auch gesehen. Oh, da eine leergeräumte Red Rocket Tankstelle. Was für ein spannender Ausflug das doch ist. Oh, und zu allem Überfluss haben wir auch noch diesen unheimlichen Glatzkopf in der Gruppe. Der starrt mich ständig an. Behalt deine Augen bei dir, du Perversling. Tag 15. So nah und doch so fern. Endlich sind wir nur noch einen Steinwurf von der Appalachia entfernt. Aber draußen tobt ein Strahlensturm. Wir sind den ganzen Tag lang durch diesen alten Eisenbahntunnel gegangen und jetzt können wir erst raus, wenn der Sturm vorbeigezogen ist. Ich werde mir ein schönes Plätzchen suchen und diese ganze Lauferei mit einem Nickerchen vergessen machen. Tag 15. Nacht. Okay, das ist jetzt irgendwie krass. Plötzlich sind diese Typen aufgetaucht, bis an die Zähne bewaffnet. Dann haben sie einfach nur rumgesessen und mit diesem komischen Doktor geplaudert. Wir wirken nervös. Alle wirken nervös, sogar die Wache. Moment mal, sie haben ihm eine Knarre abgenommen. Was zum Teufel ist hier los? Oh, scheiße, sie haben mich gesehen. Wenn das jemand findet, hilf uns. Okay. Letzter Hinweis. Irgendwo hier hinten oben. Oben. Okay. Gottverdammte Strahlenstürme. Bei all den Reisen bin ich natürlich... Aua! Lass mich doch mal lesen. Verdammte Scheiße. Leck mich doch. So. Holy moly. Bei all den Reisen bin ich natürlich dran, wenn es sich die Mutter aller grün leuchtenden Todeswolken über dem Moor gemütlich macht. Wir müssen kampieren, bis der Sturm vorbeigezogen ist. Ich bin schon fix und fertig, weil ich in den letzten beiden Wochen den Babysitter für diese riesige Gruppe spielen musste. Klar, Joe wird sich über das ganze Geld freuen, aber sie muss sich ja auch nicht mit kriminellen, hochnäsigen Händlern und diesem Sonderling von Doktor rumschlagen, der ständig dabei ist. Wenigstens ist niemand verloren gegangen. Wenn ich es schaffe, dass alle in der Nähe des Camps bleiben, wird sich das auch nicht ändern. Gaetano. Okay. Also, haben sie gefunden, ne? Anscheinend warst du gründlich. Bist du bereit, es zu besprechen? Yep. Ausgezeichnet. Ich nehme alles an mich. Lass mich sehen, was du gefunden hast. Ich muss das nur eine Minute überprüfen. Holt die Entschlüsselungsringe raus. Zeit für Detektivarbeit. Hm, verstehe. Das ist beunruhigend. Warte mal. Dieser Name. Woher kenne ich den? Ich habe genug gesehen. Anwärter, wir sollten unsere Erkenntnisse besprechen. Ja, dann lass mal an. Cassie gehörte offenbar wirklich zu dieser Karawane. Aber ich... Ich denke, wir sollten die Beweise gemeinsam durchgehen. Vielleicht lag ich falsch und Blue Ridge war doch nicht beteiligt. Wir sollten uns einig sein. Also, wo willst du anfangen? Ganz ehrlich, ich bin total am Arsch. Sag mir doch einfach, was du herausgefunden hast. Bist du sicher? Ja. Wir sollten einer Meinung sein, bevor wir aktiv werden. Wie aufmerksam von dir. Oh, ich bin mir sicher. Sag einfach, was du rausgefunden hast. Hör mal, ich bin da nicht so der Scooby-Doo-Detektivknödel. Sag einfach mal. Also, ich bin zu folgenden Schlüssen gekommen. Die Karawane wurde wohl von den Hellcat-Söldnern überfallen, gegen die du gekämpft hast. Laut dem Ladungsverzeichnis war immer ein Dr. Blackburn dabei, wenn jemand verschwand. Auch beim letzten Mal. Die Beweise deuten auf eine ganz klare Antwort hin. Dr. Blackburn hat die Hellcat-Söldner angeheuert, um Leute auf dieser Route zu entführen. Offenbar waren sie anfangs vorsichtig, haben dann aber bei einem Strahlensturm eine ganze Gruppe entführt. Ein bedauerliches Ende. Aber es besteht noch Hoffnung, sie zu finden. Jetzt müssen wir nur noch Bericht erstatten und Blackburn aufspüren. Gut, dass du da warst, Anwärter. Ja, alles gut. Ohne deine Hilfe hätte ich sicher einige Dinge übersehen. Ich finde, dass wir ein gutes Team abgeben. Gut.
bewahren wir die Haltung. Na gut. Ja. Ich weiß, ich habe es mit meinen Verdächtigungen übertrieben. Vielleicht hat so ein überstürztes Verhalten dich auf Shins Seite gebracht. In der Hinsicht muss ich mich verbessern. Nicht nur als Anführerin der Bruderschaft, sondern auch als Mensch. Und hoffentlich dein Vertrauen zurückzuerlangen. Wie auch immer. Gehen wir zurück nach Fort Atlas und erstatten Bericht. Wenn wir herausfinden, wo Blackburn diese Gruppe hingebracht hat, führt uns das womöglich zu Cassie und vielen anderen. Wir sehen uns dort. Gute Arbeit, Anwärter. Gut, wunderbar, aus. Ich muss mich bei dir entschuldigen. Heiterem Himmel. Mein überstürztes Verhalten war unangebracht. Hast du eben schon mal gesagt. Und dir gegenüber nicht so. Mehr. Ist beendet. Simpack, by the way. Wasser. Bruderschafts-Zivilkleidung. Bauplan, cool. Okay, ein beruhigtes Gewissen, das ist die nächste Quest. Und wie es da weitergeht, das erfahren wir in der nächsten Folge. Bis dahin bedanke ich mich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr auch dann wieder mit dabei wärt. Bis dahin macht es gut, bleibt gesund und ciao, ciao. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen.